Weil die ersten sind wir. Wir acht Leute sind die ersten plus Frauen. Danach kommt der Rest. So. Jetzt aber grundsätzlich erstmal dazu. Die größte Quatsch hat die Idee. Die kam ja nicht von mir. Die Idee kam von Jörg Schellmann. Ja. Jörg Schellmann hat dir irgendwann mal geliefert und sagte: Mensch, ich hab da mal gehört, die Gaststätte macht am 2. Advent zu. Das können wir nicht so durchgehen lassen, sagt er. Dann müssen wir das machen. Ich sage, Mensch, das wird schwierig. Am 2. Advent, 2. Advent heißt das ein bisschen Weihnachten, Familie. Wer ist denn da, wer ist nicht da? Und ich hatte gehört, hier ist ein fehlender Kaffee umtrunken. Ich sage, nee, schon mal nicht machen. Am 2. Advent geht gar nicht. 2. Feiertag, mein Digga. Entschuldigung, 2. Feiertag, 2. Feiertag, mein Digga. 2. Feiertag. Denn die 2. dann haben wir Helmut gefragt, Mensch, wann können wir mit uns mit der Runde mal hier treffen? Ach, Helmut, du, im Januar habe ich ja keine Zeit. Vielleicht im März, wenn ihr wollt. So. Da waren ja 2 große Geburtstage gewesen, dann mal grüne Woche. Es war mal sehr schwierig, einen Termin zu finden für diese Sache, ja. Dann haben wir gemerkt, Helmut will am 25. Deckmann zum Fußball, dann machen wir ihn am Vorjahr. Hat er dreimal ja gesagt, dann sagt er, nee, geht ja nicht, wir können uns ja nicht, nee. Wir haben immer nur von 8 Mann gesprochen. Aber ja, er war der Meinung, nee, wir treffen uns nicht, er muss nächsten Tag, wo willst du morgen hin? Nach Wolfsburg. So, muss ich ja zwischendurch muss ich ein bisschen spionieren, was ist denn hier noch ein Bier? Bier ist alle, so. Also muss man noch Bier besorgen, Cola, Fanta, Sprite ist alle. Wir wollen ja mit 8 Leute trinken wir ja keine 3 Fässer aus. Also muss man mal sehen. Jetzt mal die Getränke herkriegen. Und also, wie gesagt, mein Grundding war immer Jörg Schellmann, so ein bisschen der treibende Keil. Und ich habe so manchen Leuten auch schon zu früh erzählt, wie den Günther, der sagte heute, du, weiß ich gar nicht mehr. Alle gut. Aber ich glaube, 2 und 3 fehlen noch. Und erstmal ist es euer wichtiger Tag. Gut, dass er so, dass er nicht vorhin die Türen zugeschlossen hat. Der erste war ja er gewesen, der wusste ja nicht, was er sagen sollte. Helm hat nicht gelacht und er hat nicht gelacht und keiner wusste, was los ist. So, ja. Jetzt, Andrea, du hast das 2 Worte, hast mir erzählt, du hast dir vorbereitet. Du hast dich vorbereitet. Ja, übernehmen. Ja, also eigentlich müssen wir, oder wollten wir das ja auflösen, hast du ja schon aufgelöst, sozusagen, wie das zustande kam heute Abend, weil einige halt das Bedürfnis hatten, nochmal hier einfach ein Bier zu trinken. Nee, euch nochmal sozusagen zu verabschieden wollen. Ja, genau. Und die Folge zu versaufen. War dann die Idee, halt die Männerrunde hier, hat er dann die Idee, ja, oder hat das auch umgesetzt, oder, beziehungsweise Jörg. Psst. Und wir haben gesagt, okay, müssen wir irgendwie umsetzen. Und ja, und haben überlegt, wie laden wir alles ein und freuen uns, dass ihr alle wirklich so zahlreich unserer Einladung gefolgt seid. Und eigentlich ja ihr alle oder wir auch euer mehr oder weniger Lebenswerk nochmal würdigen wollten mit dem Abend. Und alle haben auch Teil daran, sagen wir mal, die immer geholfen haben, die Gäste, die Kunden, ja. Viele Stammkunden hier, wie ich sehe, da hinten Rainer, ja. Pitti, Hans, ne? Günther ist auch noch mittendrin da. Nee, schon schön. Die Gasche, ja, mit der über 23 Jahre, der ist ja 24 Jahre hier. Schon für Schaffel ist schon ein anderer Punkt weg, also fehlt schon was. Ja, ja, ja. Und ja, wir wollten einfach nochmal euch alles Gute wünschen und freuen uns, dass ihr alle gekommen seid. Und ja, danke euch von Null. Also ich muss dazu sagen, ich bin richtig, seid ihr mir zuvor gekommen, weil ich wollte eigentlich sowieso eine richtige Abschiedsparty für meine Stammgäste hier, Staffelder, alle gute Freunde. Alle, die hier sind in diesem Raum, sind alles gute Freunde, Staffelder und richtig. Von Börnig sind auch noch welche, aber muss man sagen, mit diesen Leuten habe ich vorhin noch mal ein schönes. Ihr seid ja irgendwo zuvor gekommen, ich bin so perplex, ich wusste vorhin ja nicht, was los ist. Der kommt, immer kommt der und der und wie so. Das ist mir kaputt. Und jedenfalls, wir sind beide so überrascht, wo sind meine Gundula? Die ist schon weg. Da, wo sind wir? Ja, da. Wo ist Gundula? Ich habe es ja noch nicht verlernt. Aber wie gesagt, ich freue mich oder wir freuen uns riesig heute, dass wir hier in der kurzen Zeit, dass ihr das so in Reihe gekriegt habt, muss ich euch ehrlich sagen. Aber ich weiß, wir haben ja so viele Leute, die was organisieren können, mit so in Reihe gucken können. Und das ist mir das klar. Wunderbar. Vielen Dank für die Überraschung, die ist gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke mal, aber das sollte noch nicht das Letzte sein, ist meine Meinung, weil wir haben auch von unserer Seite her, wo wir nochmal in der Richtung nochmal, da werden vielleicht
die gleichen Leute nochmal erscheinen, machen wir ja. Wollen wir hierbleiben? Kannst du auch mal rausholen. Wir machen noch auf jeden Fall nochmal eine schöne Abschiedsparty. Wir haben ja auch eine große Aufgabe heute, die hast du uns ja zwischendurch immer das mehrfach mal immer wieder erteilt. Die Getränke, die hier oben stehen, sollen alle werden. Die müssen ja auch. Ja, das schaffen wir nicht. Müssen wir nochmal kommen, wenn die nächste Woche wieder. Ich muss dazu sagen, mir hat jemand einen Rat gegeben, hat gesagt, weißt du, nicht so eine 2-Liter-Flasche, 3-Liter-Flasche, kippst du alles zusammen, brauchst du, schreibst du an Apotheker. Und jeder nimmt noch eine Wasserflasche, denn eins Luft. Ich denke mal, so sind die mit dir lesen. Nochmal vielleicht kurz zu sagen, vor allem Ortsvorsteher von Staffelde und Bürgermeister von Krem. Ich wünsche mir, dass in diesem Haus weiterhin Leben herrscht und dass es auch weiterhin Gaststättenbetrieb gibt. Da drücken wir euch ganz, ganz doll die Daumen, dass eure Wünsche da auch so in Erfüllung gehen. Für Staffelde wäre es wichtig, oder auch für die gesamte Stadt Krem wichtig, dass wir hier weiterhin gutes Gaststättenbetrieb und Leben haben. Und vor allem wünschen wir euch jetzt aber auch eine schöne Zeit. Danke. Eine schöne Ruhezeit. Ohne Küche. Ja, Ruhe, ja. Ohne Küche. Wir wollen ja nicht einschlafen. Moment, wir, ganz zur Ruhe wollen wir uns nicht. Wir wollen noch ein bisschen was Welt erkunden. Ja, genau. Und so soll es auch sein. Und darauf lasst uns einfach heute anstoßen und einen schönen Abend verbringen. Genießt es. Ihr sollt nicht umkippen, wenn morgen hier Arbeit haben. Machen wir heute alles. Ich kümmere mich um das Bier. Und Notfalls freuen wir uns nächsten Tag auf, ne? Natürlich. Ja, wenn wir in Wolfsburg sind, könnt ihr alles machen hier. Freie Fahrt. Morgen viel Erfolg in Wolfsburg. Ja, und ihr wir fahren nach Berlin und gucken, wenn sie gehen. Ja, wir werden uns schreiben. Genau, also. Tschüsschen. Danke nochmal für euer Erscheinen. Wunderbar. Vielen Dank an die Macher. Und wie gesagt, ist noch nicht das letzte Ende. Wir würden uns auch freuen, wenn vielleicht einer kommt, der hier wieder kommt. Es liegt in der Luft. Ist noch nicht.